Da ich dem Fußball eine Menge zu verdanken habe und er mein Leben über viele, viele, viele Jahre bestimmt hat, finde ich, kann man dann auf der Zielgeraden sich auch mal ein bisschen andersrum der Sache widmen. Also, und solche Aktionen sind selbsterklärend. Ich habe Tore gesehen, wobei das ein großes Wort ist. Also so, einmal waren es drei Stangen aneinander, das war auf 5000 Meter Höhe in Peru. Und dann habe ich zwei Steine am Strand auf den Malediven gesehen. Also gar nicht die große Stadien, sondern das war so auf minus 1 Meter Meereshöhe. Und da kam mir der Verdacht, dass Fußball doch etwas sein könnte, was diese Welt insgesamt bewegt. Und deswegen glaube ich, dass man mit Fußball die Welt nicht retten wird und nicht alle Probleme lösen kann. Aber wenn es darum geht, Leute zusammenzubringen zu einem Thema, fallen mir wenige Dinge ein, die das besser könnten als Fußball. Ich habe drei Söhne, denen ich versuche, so ein paar Werte mitzugeben. Unter anderem, dass Vorurteile in jedwelcher Beziehung nicht weiterhelfen im Leben, im Gegenteil, sondern einem eher die Wege verbauen. B, ich bin als ganz junger Mensch nach Deutschland gekommen, konnte die Sprache nicht und bin selber über Fußball integriert, sozialisiert worden und musste erstmal Vorurteile gegen mich, der ich die Sprache nicht konnte, über Kicken abbauen. Das ist gelungen, warum sollte das nicht auch jetzt gelingen? Geht nicht. Ich wüsste nicht, warum ich jemanden ausgrenzen sollte. Mir fällt kein einziger, es sei denn, er tut Dinge, mit denen er sich selber ausgrenzt. Aber ein aktives Ausgrenzen von Denken, Sein, Hautfarbe und sonstiges, völlig, habe ich nicht im Spektrum. Also erstens, Profifußball in diesen Zeiten hat sehr viele Facetten, auch Dinge, wo unser eine Ablösesumme etc. Nicht mehr so richtig mitkommt und man denkt, da verschieben sich so Wertesysteme und Koordinatensysteme irgendwo ins Nirvana. Also sich mal diesen Dingen zuwenden, aktiv, das ist eine sehr gute Idee, eine sehr, sehr gute Idee. Und darüber hinaus, wo sollte ich denn Kampagnen gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung besser verorten können als im Fußball.